Das ist bestimmt wieder Rinko. Ich habe ewig überlegt und bin zu einem Schluss gekommen. Die einzige plausible Möglichkeit ist, dass sie bei der Konfrontation mit ihrem Vater starb. Das heißt, wir können die Suche abblasen. Danke, ihr beiden. Ihr habt mir sehr geholfen. Ja, ich respektiere deine Entscheidung, Rinko. Aber ich habe noch eine Idee, wo wir nachsehen könnten. Halt noch ein wenig durch. KK. Ich zeig dir den Weg, Akito. Los geht's. Wieder ihre Seelenspur. Hier hat sie mir erzählt, dass sie das Kämpfen lernen will. Wo sind wir? Hier habe ich Erika beigebracht zu kämpfen. Ich glaube, sie will uns was sagen. Sind das ihre Erinnerungen? Wer weiß. Wir sollten uns umsehen. Ist etwas. Könnte von Erika sein. Zeigen wir ihn, Rinko.
Gesellschaft. Und, gibt's Neuigkeiten? Hab diesen Katzenanhänger gefunden. Kommt er dir bekannt vor? Den hab ich ihr geschenkt. Er reagiert auf Äther in der Umgebung. Sie sagte, sie habe ihn verloren. Wir haben uns gestritten deswegen. Wo war er? Eines Tages kam sie zu mir und wollte, dass ich ihr das Kämpfen beibringe. Also habe ich uns dafür einen passenden Ort gesucht. Dort habe ich ihn gefunden. Sie muss ihn versehentlich fallen gelassen haben. Das wusste ich nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch dagegen gewesen. Sie meinte immer, sie wolle an unserer Seite kämpfen. Es ging dabei nicht um ihren Vater. Sie wollte uns einfach helfen, ihren Teil beitragen. Und ich habe es einfach nie verstanden. Ich bin so dämlich. Das werde ich mir nie verzeihen. Rinko? Rinko. Wer ist das? Erika? Rinko, gib dir nicht die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nur beschützen. Ich danke dir. Erika, ich bin diejenige, die dir danken sollte. Ist wohl alles wieder gut zwischen den beiden? Sie standen sich schon immer sehr nahe. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das je ändert.